Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ein kleines Problem. Das andere Horrorspiel geht nicht mehr, kommt nicht mehr rein. Deswegen versuchen wir es mit Lego City Polizei. Und ich würde sagen, wir starten das Video. Und viel Spaß. Start. Neues Spiel. Ja. Spiel bestätigen. Ja. Speichern bestätigen. Möchtest du Untertitel einschalten? Nein. Im Pausenmenü kannst du die Untertitel ein- oder ausschalten. Genau, okay. Dann schauen wir mal. Automatische Speicher verwende ich jetzt Spiel 1. Genau. In diesem Spiel werden mehrere Teile kommen. Ein feuriges Willkommen an all jenen, die sich gerade zugeschaltet haben. Ihr hört die knisternden Beats von Lego City Radio. Und die Vorhersage für heute lautet: heiß, heiß, heiß! Zwei Jahre, seit sie mich weggeschickt haben, bin jetzt ein besserer Kopf. Schlauer und schneller. Was bringt dich denn wieder her, Chase Mackay? Eine alte Bekanntschaft, ein Versprechen und eine Schuld, die beglichen werden will. Geschäft, mein Junge, lieber! Ausfüllen. Ja gut. Vielleicht keines. Vielleicht beides. Nein, aber irgendwas muss ich dir ankreuzen. Keine Sorge, das kann man ausbeuten. Ja, toll. Ja, natürlich, geschmeidig. Mhm. Schön mit Ruhe, ne? Und was bringt sie nach Lego City, junge Dame? Dieses Schiff? Ja. Dieses Schiff. Bürgermeisterin Gleason. Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Das war sicher nicht einfach für dich. Musste mir einen neuen Ausweis machen lassen. Ich dachte da mehr an dein Verschwinden damals, aber gut. Also machen wir es kurz. Oder so. Max Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Was? Geht es Natalia gut? Keine Sorge. Sie ist immer noch im Zeugenschutzprogramm. Ich muss sofort mit ihr reden. Ich gebe dir ihre Nummer. Aber wenn du sie wirklich schützen willst, dann schnapp dir Rex Fury und buchte ihn ein. Nochmal. Na toll. Chase, die ganze Stadt leidet unter einer Welle der Kriminalität. Wirklich? Ja, schau doch. Hi! Und ich bin sicher, Rex Fury steckt dahinter. Ja, na toll. Du kannst uns helfen, Chase. Mach dich auf den Weg zur Polizeistation und finde Rex Fury. Ja. Hä? Wieso? Kapitel 1. Neue Geschichte und alte Wiedersehen. Okay. Ja. Steige in der Polizeiwagen. Okay. Lego. Ja, schon. Einsammle. Qualität ist etwas komisch. Hier macht man Optionen.
Videoeinstellungen, Bildformat. Ja, dann ist es auch gut so. Fast komisch, aber ist auch so einsam, ja. Ach so. Da geht's rein. Aus. Okay, dann weiter. Oh nein! Sorry. Ist auch. Das Auto kaputt. Wo kommen die denn her? Komm ein, komm zurück. So, bin ich wieder da. Meine Eltern. Grüß dich. Grüß dich. Hier bin ich. So. Donuts. Hey, brauchst du Hilfe mit den Donuts? Nein, geht schon, danke. Ich bin übrigens Frank Honey. Chase McCain. Chase McCain? Eine Legende! Stimmt es, dass du Rex Fury Ding festgemacht hast? Hab dazu beigetragen. Deputy Dundee hat die eigentliche Festnahme gemacht. Und ich bin auch keine Legende, sondern ein normaler Cop. Genau wie du, Honey. Ja. Wow! Ja! Na, vielleicht nicht ganz genau wie du. Aber. So, wie wär's? Kannst du mich ein wenig rumführen? Es wäre mir eine Ehre! Ich warte drinnen! Okay. Ach so, okay. Oh. Okay. Wow. Sehr schön. Ah ja. Ja, ja. Sehr, sehr, sehr. Deine kleine Freundin. Hallo? Natalia? Chase? Ja, ich bin's. Geht's dir gut? Fertig. Bist du verrückt geworden? Mich anzurufen. Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Genau. Zeugenschutzprogramm. Ich war besorgt. Rex ist ausgebrochen. Dachte, er wäre hinter dir her. Weiß ich, aber er ist nicht hinter mir her. Der Chief hat mir persönlich versichert, dass Rex die Stadt verlassen hat. Was? Die Bürgermeisterin hat gerade das Gegenteil behauptet. Was? Soll ich? Ja. Ich
du in Sicherheit bist. Ja, der steht jetzt nicht mehr. Allein deine Schuld. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an. Medaille Smith, bitte zur Mercy Hearts Rezeption. Im Mercy Hearts Krankenhaus. Nein. Genau. Ja, aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir hier ist, bleib ich ganz sicher nicht hier. Rex. Okay, sehr schön. So, was macht Frank? Der da? Ist das auch wirklich sicher, Frank? Aber natürlich ist... Ja, ja. Sicher. Hallo, das hier ist unser Zentralcomputer. Hallo. Der qualmt normalerweise nicht so. Normalerweise nicht, nee. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Oh Mann. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit einem Hammer. Ja. Mach mal nicht mit dem Hammer. Ne? Frankie, nicht mit Hammer reparieren. Das wird nichts. Ja, reparieren wir schnell. Zentralcomputer so. Einsatzbereit. Bitte schön. Sicherheitsabriegelung aufgehoben. Aufzüge wieder in Betrieb. Gut. Ah, nicht schlecht. Ja. Mal sehen, wer sich reingehackt hat. Mach mal nicht mit dem Hammer. Falls es Probleme gibt. Mit Computern kenne ich mich aus. Computern. Ja, ja. Ja, Computern. Zeit für den Keller. Ja. Die Zeit für den Keller. Nee, jetzt wartet mal. Ups. Mal alles zerstören hier. Noch zwei Festnahmen diesen Monat und ich gewinne ein Waffeleisen. Sehr schön. Gut für dich. Und merkt der Chief, wie schön ich die Haare heute habe. Ja. Dann hätte sich die Karre... Ei, nee. Ja, Frau Bürgermeisterin. Ich informiere die anderen über Rex, aber ich sag doch, der ist sicher schon über alle Berge. Diese Wichtigtuerin schickt mir einen Spezialisten aus Übersee als Verkehr. Der hat ja ganz gute Laune. Chase McCain? Dundee, du, Sie sind der neue Chief? Oh, Mann. Ich sehe dich zwar nicht gern hier, McCain, aber immerhin kann ich dich jetzt rumkommandieren. Sieh zu, dass du dich nach unten scherst und eine Uniform anziehst. Seid ihr zwei alte Freunde? Honey, hast du das angeforderte Material auf meinen Tisch gelegt? Ja, Chief. Ich bin in meinem Büro. In 10 Minuten gibt es eine Lagebesprechung zu Rex Fury. Obwohl er jetzt natürlich schon über alle Berge sein wird. Und ja, sicher. Bis dahin, keine Störung. Gut. Der ist gut gelaunt. Ja, er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Was? Komm, wir holen dir eine Uniform. Gute Stimmung, ja. Okay. Naja, wenn du das gute Stimmung nennst, das nenne ich etwas das anderes, aber... Ich führe dich rum. Gut, wieso nicht? Gute Stimmung, okay. Hier findest du Chucks. Ja, jetzt machst du mal langsam mit mir. Hast du nur schön relax. Ein Modell. Aber wenn du deinen Job gut machst, kriegst du Zugriff auf einen ganzen Haufen. Tatsächlich? Ja, ja. Wie viele sind's bei dir, Frank? Keine. Wir sollten wohl mal weiter. Hä? Also nix. Kann ich alles zerstören? Ja, ich mach mal einfach hier alles. Zerstöre mal. Gut. Aber ich krieg nix. Okay, ja, egal. Wir machen jetzt. Der Aufzug zu diesen Räumen ist außer Betrieb. Einen Moment. Laut Chuck zu deiner eigenen Sicherheit, weil da oben ein Monster lebt. Ach so. Ein Monster. Genau. Das Monster bist du, oder wie? Bitte lass es mich nicht fressen. Schon klar, nee. Frank. Keine Angst. Was ist hinter dieser Tür? Oh, hier kommen wir nochmal her. Ist etwas Besonderes. Was? Komm, wir suchen dir eine Uniform. Wir haben heute neue bekommen. Irgendwo sollte also eine sein. Okay. Oh, ui. Tollpatsch bist du auch noch. Ich habe von jemandem bekommen. Oh Mann, das kann ja was werden mit dem. Sieh in diesen Kisten nach. Hä? Das ist ja schlimmer als Sport. Mal ein bisschen Sport. In der Schule. Ja. Komm, Sport. Los, mach dich bereit. An. Okay. Denn... Klar, Mr. Simons hat mich auch immer angebrüllt, aber Chief Dundee hat gesagt, ich hätte fette Knöchel. Ja, Speed. Ja. So. Sehr gut. Gut. So. Was? Bist du zu langsam?
Tja, nicht meine Schuld. Diese Kiste. Oh, Potter, die Bank braucht ihr ja nicht, ne, oder? Ah, hallo. Ah. Warum muss man heutzutage alle Möbel selbst zusammenbauen? Das ist Lego? Oder nicht? Reingeschaltet. Ja. Hallo? Ah. Und mit Y. Ah, wow. Sehr. Hallo. Hallo? Hallo? Oh. Hey! Ah. Gut siehst du aus! Jetzt, wo du deine Uniform hast, zeige ich dir den besonderen Ort. Das ist die Ausgabe. Das Klo, oder wie? Hoffentlich. Wo bist du? Ah, da. Na, oben. So. Ach so. Oh Mann. Stopp! Nicht so schnell. Hier lang! Ja, stress nicht. Ellie! Ja. Bist du da? Ellie. Bist du das, Frank, Honey? Moment! Was hier ist die Ausgabe und der Beweismittelschrank? Das reicht voll. Ellie! Hey, Jungs! Gott! Oh, ich wusste nicht, dass du da bist. Du hast gerade mit mir gesprochen. Wunderbar. Hallo, ich bin Chase. Ja, das ist der Typ, von dem du mir erzählt hast. Chase McCain! Nett, dich kennenzulernen, ja. Chase McCain. Mein Onkel Duke hat mir alles über dich und den Firex Fury vor ein paar Jahren erzählt. Tatsächlich? Keine Bange, auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja. Ja. Das ist ein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Braver Junge. Ich melde mich, wenn die Verbindung steht, Chase. Ja, so. Also, ab zum Computer. Und Honey. Komm, kein ab Blödsinn. In den Aufzug. Ja, so, jetzt runter. Hier lang, Chase. Ja. Nicht stressen. Was? Kein Stress auf der Arbeit. Wieder bitten, sollen wir die Gesichter der Leute für Fahndungsfotos fotokopieren? Ja. Na dann. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mal sehen. Unfallursache. Nein. Das machst du mal langsam, kommst hier runter. Ja. Da bist du ja. Ab so. An den Zentralcomputer mit. Computer. Noch immer. Aktualisierung läuft. 1% abgeschlossen. Oh, so. Fortschrittsbalken. Genau. Hey, Frank. Jemand muss den Chief wecken gehen. Oh Mann. Ich arbeite ich ihn so ganz sicher nicht. Der feuert mich nur wieder. Ah. Ja. Eine Besprechung über Rex Fury wollte ich mir sowieso sparen. Hast du noch den Schlüssel zu seinem Büro? Ich habe ihn doch hier ja. in der Hand, oder? Nein. Nee. Oh, dann habe ich ihn verloren? Ja. 100% du bist abgeschlossen. Gut. Ich helfe dir. Warum bei so. Warum verlierst du ihn dann? Je früher der Chief wach ist, desto eher kann ich mit der richtigen Polizeiarbeit anfangen. Danke. Genau. Ich muss ihn oben verloren haben. Ey, mach, Kumpel, mach langsam. So. Ja. Hey Chase, hast ja deinen Kommunikator zum Laufen gebracht. Ja, aber jetzt muss ich Frank bei seiner Schlüsselsuche helfen. Kein Problem. Ich habe die Software auf deinem Kommunikator aktualisiert und seinen Scanner aktiviert. Sein Bildschirm zeigt okay. dir jetzt Dinge an, die du sonst nicht sehen würdest. Gut. Geister zum Beispiel. Das war dein Spiegelbild, Frank. Danke, Ellie. Diese irren, glubschigen Augen gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Naja. Freigeschaltet. Okay.
Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des Chiefs. Du willst den Chief wecken? Okay. Wenn du damit fertig bist, hätte ich dann noch ein Wespennest für dich, in das du reinstechen könntest. Okay. Darf ich das machen? Ich weiß, wie das geht. Nee. Hatte es allerdings für eine Piñata gehalten. Nein. War es aber nicht. Die Süßigkeiten haben nämlich... Hey, du Schlüssel. Hast ihn! Dann kannst du ihn ja wecken. Hat was Wichtiges zu erledigen. Vielen Dank. Videospiele! Woohoo! Vielen Dank. Wenn du Donuts suchst, dann rein damit. Im Büro des Chiefs, falls nicht schon alle weg sind. So. Na los, die Einsatzbesprechung, Chief. Wachen Sie auf! Chief! Hallo! Aufstehen! Chief! Wachen Sie auf! Okay, dann versuche ich mal richtig Getöse. So. Oh mein Gott! Aufstehen! Ich hab nur meine Augen entspannt. Ja, ja. Meine Arme und Beine. Oha! Du schon wieder! Toll! Besprechungsraum! Eine Minute! Na dann. Hey, Harry, wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es 6 oder doch nur 5? Nun ja. Okay, auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahren sollten. Rex Fury. Ist der riesig? Rex gelang vor 3 Monaten die Flucht von der Albatrosinsel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Behaltet das also im Hinterkopf. Also, Rex Fury hat sich schon im Alter von 6 Jahren dem Verbrechen zugewendet. Du liebe Güte, ein durchaus wichtiges Detail, möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Unseren Durchbruch verdankten wir einer geheimen Zeugin. Geheim allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Oh mein. Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich. Nee. Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, hab ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forrest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum... Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! So, jetzt aber schnell. Ich hätte da noch eine Frage, Chief. Keine Frage, los geht's. Zu zeigen, Chase? Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Natürlich. Genau. Der letzte zahlt 1 Monat lang alle Donuts für den Chief. Juhu! Auf! Zu spät. Passend wollte ich sagen, aber. Hey Chase, ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Navigationssystem aktiviert. Damit kannst du dich leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert. Okay. Danke. Mit X. Perfekt. Folge jetzt einfach der grünen Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. Okay. Mach ich. Eingeschaltet. Navigation. Okay. So. Hier mal schnell alles sammeln. Chase? Ja, Honey? Ich hab mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Welche Wette? Okay, da komm ich nicht rein.
da auch nicht. Hier sammeln wir schnell einsammeln. So, und jetzt aber. Und jetzt. Alarm. Sorry. Wollte ich nicht. Mit erhobenen Händen rauskommen. Ja. Was zum Klaus? Ja. So. Jetzt mal ein bisschen. Oh, rammeln. Oh. Nein. Komm's nicht weg. Wow. Okay. Hallo. So. Damit kommst du nicht durch. Diese Stadt gehört jetzt den Gaunern. Nicht mehr. Nee. Heute mal nicht. Heute mal nicht. Chase, hast du was Neues für mich? Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Bin unterwegs. Wo meine Polizeitrillerpfeife wohl ist? Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Oh, sorry, Officer. Sorry. Wollte ich nicht. Ja, machen wir den noch schnell. Was ist mit dem Auto los? Raus. Und wir schnappen uns den auch noch. Genau. So. Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown-Bankräuber? Keinen oh, da. Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Genau. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Okay. Okay, machen wir. So. Also. Clown, 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 Clown. Ah, okay, du kannst zoomen. Clown, 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 Clown. Der? Nee, ist kein Clown. Ich kann's kaum abwarten. Nächste Woche fange ich als Feuerwehrmann an. So. Wow. Okay. Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Ja. Oh, so gefällt's mir. Okay. Mir auch. Entzückend, auch wenn ich es selbst sage. So, jetzt einfach mal. Oh, so weit ist es also gekommen, dass ich die Pflanzen eines Fremden bewässere. Genau. Oh, hallo. Hast mich hey. Fast erwischt. Na, 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 na. Hallo. Machst du da unten, hä? Hallo. Hallo. Kannst du nicht so hoch springen, hä? Du ja, machst es mir echt nicht leicht, professionell zu bleiben. Ja, kann ich. Ja, ja. Lach ich jetzt noch. Komm und hol mich doch. Okay. Mach's gut. Ja, ja. Ein schöner Tag. Boring. Hey, Hans, kletter doch an der Bodenranke hoch. Oh, hoppla, hallo? Kaputt gemacht. Ja, kaputt gemacht. Toll. Vielen Dank. Sehr nett bist du. Sehr netter Kerl.
Sehr nett bist du. Immer hilfsbereit, Olivier. Ja, was finden wir hier? Ah. So. Und das wird hier angemacht und fast aufgedreht. Hey. So. Die Dame da auf dem Stuhl wird jetzt nicht ganz erfreut sein. Oh no. Ja, toll. Monsieur? Einmal. Egal. Einfach wegkommen. So. So, schnell einsammeln. Hier auch nochmal. Schnell alles weghauen. So, jetzt muss es klappen. So, sehr gut. Ja. Einfach mal die Blumen gießen. Dann geht das von ganz alleine. So, und den Clown schnappen wir uns. Nochmal schnell gesammelt. Hallo? Rauskommen und Flossen hoch. Ja. Oh, so ein Mist. Tja. Halt, Polizei. Verzieh dich, ich bin ein unschuldiger Clown. Halt, ja, ja. Oder ich laufe dir hinterher, oder? Ja. Lass mich in Frieden. Nein. Ich lass dich nicht mit Frieden. So, jetzt hab ich dich. Clown. Wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Und, kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Sicher. Wow, das war wirklich die weiche Tour. Ja. Oh oh. Kontrollpunkt. Chase, hast du den Räuber geschnappt? Dein Timing ist verblüffend. Und ja, er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Ich check mal meinen Kalender. Ruf mich an, wenn du ihn hast. So Leute, und das machen wir morgen. Und dann schauen wir weiter. Also, bis morgen. Ciao, ciao.